Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diagnose. Hype. Kurz mal ein bisschen den Einsatz verpasst. Ja, das habe ich schon gemerkt. Ich habe so gedacht, sagt Tobi das jetzt noch oder pennt der gerade? Ja. Das war doch etwas mystisch. War so ein bisschen gut, so Spannungsbogen erzeugen. Dass Tobi und ich vor der Folge noch meinten, so yo, Intro und könnte man noch ein bisschen bearbeiten, könnte man noch ein bisschen besser werden. Dann direkt verkackt. Dann direkt mit so was reinstarten. Ne Jungs, wie geht's euch? Perfekt. Perfekt, ja, das wird gut. Ja, Yannick ist heute, glaube ich, so ein bisschen triggered. Ich glaube, Yannick ist ein bisschen neben der Spur, würde ich sagen. Ja, das vielleicht auch. Ja, das hat uns warten lassen heute. Ja, ich habe gestern Wein getrunken und das merke ich auch heute Morgen noch und da habe ich hier fast den Termin verpasst. Also ich habe ihn fast verpasst, ich habe den zeitlich verpasst. Ich wollte gerade sagen. Um 8 Minuten aber zum Glück nur. Bis du dann mal auf dein Handy geschaut hast. Da kamen schon die Drohanrufe. Ja. Wenn Leute dich anrufen, ist schon kritisch. Weil erst kommt immer so Nachrichten und dann ist so, ja, ruft man den jetzt an, ruft man den jetzt nicht an, kommt der jetzt noch? Und dann irgendwann so, nee, jetzt reicht's, jetzt wird angerufen. Ich meine, das ist halt auch wirklich sehr unlucky gewesen an sich, weil ich war jetzt gerade halt am Bierbrauen, deshalb habe ich da nicht drauf geachtet. Und ich habe meine Watch, also meine Apple Watch nicht an, weil die halt gerade lädt. Das heißt, ich habe darüber nicht mitbekommen, dass ihr Nachrichten geschrieben habt und mein Handy lag halt drin und wir brauchen draußen so. Das heißt, ich hatte mein Handy nicht mal bei mir. Naja, das hätte ganz schief gehen können. Ja. Das waren jetzt so 3 Stunden. Das wäre wieder wild gewesen. Koya, ja. Du hast ja in der letzten Folge so ein bisschen so einen Teaser offen gelassen, ne? So ein Cliffhanger, ne? Und das Ding ist, ich muss ja jetzt auch eine Woche warten. Ich meine, Yannick kennt die Geschichte, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, was es war überhaupt. Es war irgendwas in fast London. Erschossen wurde. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, Queen-Geschichte, Koya erschossen. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Okay, die Sache war, wir waren vor, jetzt lass mich überlegen, ich glaube 4 Jahren, also da waren wir in der 11., müssten wir in der 11. gewesen sein oder 12. Dann wären es vor 5 oder auf Kursfahrt in London. Herbst 2017. Ja, irgendwie sowas. Und dann da waren wir auch 12. Ja, eben. Windsor. Wer es nicht kennt, Windsor Castle ist, ich weiß nicht, ist das der Wohnsitz unter anderem von der Royal Family? Auf jeden Fall ist das so eine Burg. Und wir waren halt da. Und du kannst da theoretisch so durch alle Räume durchgehen. Das ist ein bisschen wie so ein Museum. Chillig. Durch alle Räume ist jetzt auch nicht so ganz korrekt. Also ja, es gibt halt Bereiche, die für die Öffentlichkeit geöffnet sind, weil da wohnen halt ganzjährig eigentlich Leute. Stell dir mal vor, du wohnst so in deinem Haus und tagsüber kommen immer so Touris, laufen einmal so durchs Haus, gucken sich so jeden Raum an und so. Ja, aber ein bisschen ist das auch so. Auf jeden Fall kannst du da halt dann durch diese richtig schön ausgeschmückten Räume laufen, ne, wo gefühlt alles vergoldet ist und sowas. Und da gibt's dann auch so einen Innenhof, ist halt irre riesig. Und da war halt so ein Zaun. Und als wir da waren, kam auf einmal der Call, yo, die Queen kommt hier gerade reingefahren, ne? Und dann ist natürlich, wollen erstmal alle gucken. Und dann sind wir alle zu diesem Zaun gegangen. Und kannst dir ja vorstellen, wenn da ganz viele Leute vor diesem Zaun stehen und einfach auf diesen riesigen Innenhof gucken, dann sieht man halt nicht viel, ne? Ich frage mich, was dann passiert ist. Koya hat so gedacht, yo, ich sehe nicht viel, ich hole einfach Waffe raus und verschaffe mir ein bisschen Platz. Nee, warte, die Sache ist, dann hat ein Kollege, also das ist so eine dumme Idee, der meinte dann so, ja, komm, setz dich auf meine Schultern oder so, ne? Und ich war so, ja, gibt ja keine bessere Idee, ne? Setz mich auf seine Schulter. Und auf einmal, du musst dir vorstellen, dieser Innenhof, ne, ist natürlich auch bewacht, ne, wenn die Queen da vorbeifährt oder durchfährt, dann stehen da natürlich auch irgendwelche Typen mit Maschinengewehren und sowas, ne? Natürlich. Und auf einmal kannst du dir vorstellen, ne, so der ist so ein Wachmann, ne, so in voller Montur, der steht halt an diesem Zaun oder beziehungsweise bewacht. Aber die sind doch alle auch so, ich sag mal, verkleidet, oder? Also die haben ja alle diese crazy Uniformen. Nee, das war nicht einer von denen, obwohl die da auch rumlaufen. Okay. Das war aber so ein normaler, ich sag mal, Polizist, der halt, ne,
schön Maschinenpistole oder Maschinengewehr in der Hand hatte. Ja, und dann kannst du dir ja vorstellen, wenn der auf einmal diesen Zaun beobachtet und dann sieht er auf einmal so einen Typen, der zwei, drei Köpfe über allen anderen ist, und hatte natürlich das Gefühl, yo, da möchte jemand über den Zaun klettern, und hat dann erstmal geschrien, get down, get down! Ja, und hat auch dann so direkt mit seiner Waffe da rumgefuchtelt und ich war so, ey! Aber der hat nicht auf dich gezielt, oder? Der hat schon auf Kolja geschossen, der hat so einen Warnschuss abgegeben. Ja, der hat erstmal einmal links, einmal rechts vorbei. Nee, aber das war ein bisschen, ja, ich meine, ich habe da auch voll nicht dran gedacht, dass jetzt jemand denkt, ich würde über den Zaun klettern. Nee. Also das ist so. Ich meine, das war auch nicht wirklich ein Zaun, das war eher mehr so ein Absperrband, würde ich jetzt mal so sagen. Sowas, oder? Oder war da wirklich ein Zaun? Nee, das war schon so ein Zaun, aber der war nicht riesig. Also der war vielleicht so groß wie wir. Ja, das war auch, glaube ich, auf jeden Fall keine Festinstallation oder so. Irgendwie, das war, keine Ahnung, ganz mystisch. Ja, also ich hätte da jetzt problemlos drüber klettern können. So quasi von ja. Problemlos von dann anscheinend eher nicht, aber. Also theoretisch, wenn kein Wachmann mit einer MP da gewesen wäre, hätte Kolja das sicherlich geschafft. Ja, auch wenn er da gewesen wäre. Wenn er den Schüssen ausgewichen wäre, dann hätte er problemlos drüber klettern können. Ja, auf jeden Fall. Aber hast du denn dann auch die Queen wenigstens gesehen? Ja, was also gesehen ist so relativ, ne? Da, wenn dann da auf, weiß ich nicht, 100 oder 200 Meter von dir entfernt, kamen halt so zwei, weiß ich, dicke SUVs oder sowas angefahren und da aus der Entfernung siehst du halt nicht mehr viel. Aber du wusstest, ja, da vorne ist gerade. Was heißt, hat sich nicht mehr gelohnt? Ich meine, wir waren ja auch nicht da, um die Queen zu sehen. Ja. Sondern wir waren ja da, um uns Windsor Castle anzugucken. Ich abgeholt, weil auf einmal der Typ mit der Waffe mich angeschrien hat, dass ich runtergehen soll. Und ich war so, okay, what the fuck. Easy Clickbait-Titel. Kolja wird von Polizist mit Waffe bedroht. Ey, das ist wieder ein guter Kolja Clip wird hier. In London halb erschossen. Ja, ich meine, gut, das wäre sicherlich in dem Viertel, wo unser Hostel war, da wäre das auch sicherlich passiert. Also, dass da dieser Pizza-Roboter, also dieser Delivery-Bot, dass der nicht irgendwie schon geklaut wurde auf der Straße oder so, das hat mich schon gewundert. Der wurde ja auch begleitet immer, stimmt. Hab ich vergessen. Das war aber so krass, weißt du, du kommst hier aus dem Ruhrgebiet und hast das Gefühl, hier ist noch irgendwie 1950 oder so. Von wegen Infrastruktur. Und dann gehst du auf einmal nach London und auf einmal fährt dann Pizzaroboter rum. Weißt du, der fährt einfach da rum und liefert Pizzas aus. Und du denkst einfach so, yo, so wo haben wir denn den Schritt verpasst? So, ja, auf einmal in die Zukunft gereist, wild, ey. Ja, es war richtig krass. Aber dass das Geile aufwartet, das Geile an der Kursfahrt war ja auch einfach der Sainsbury, der da direkt in Laufnähe war, also so ein Supermarkt, ein englischer, da haben wir uns eingedeckt mit aller Scheiße immer. Da ist unser Frühstück hergekommen, weil es einfach im Hostel so eklig war, an einem Tag gab es verschimmeltes Toast. Und da sind wir einfach dann zu Sainsbury gegangen und haben uns da mit diesen Fertig-Sandwiches eingedeckt. Junge, das war so geil. Aber welcher Morgen war das? Ich glaube, das war der zweite oder dritte Morgen. Ja, ich glaube, relativ am Anfang schon. Ja, das war irgendwie richtig ekelhaft. Ja, vor allem, ich meine, da gab es halt auch keine große Auswahl. Es gab halt Vollkorntoast, glaube ich, Erdbeermarmelade und was weiß ich nicht. Also die Auswahl war da generell crap. Und Käse. Ich meine, das ist halt auch ein Hostel. Der Käse war komisch feucht. Also ich hatte das Gefühl, dass der schon, wenn du den hochgehoben hast, dann wäre da so Wasser runtergetropft. Also deshalb, ich glaube, ich habe auch actually nie da gefrühstückt. Ich habe, glaube ich, einmal eine Scheibe Toast trocken gegessen oder so. Aber die war noch verschimmelt. Ja, das glaube ich nicht. Ich meine, ich esse ja auch nicht, ohne mal mein Essen anzugucken. Besser ist es. Wo wir gerade das mit der Queen hatten, habt ihr mal so drüber nachgedacht, wem ihr vielleicht schon so begegnet, oder was heißt begegnet, so in der Nähe von jemandem wart oder so, der dann den ihr entweder gar nicht erkannt hat oder der so im Nachhinein so voll Fame war oder so. Oder voll Fame wurde oder so. Ja, Tim Cook. What? Ich war mal im Apple Store. Ich weiß gar nicht mehr, ob das in Düsseldorf war oder in Oberhausen. Und irgendwann. Tim Cook war einfach Verkäufer. Naja, irgendwann, ich glaube, ich war mal mit meiner Tante und meinem Cousin da oder so. Und auf einmal. Ich weiß auch nicht, wo der auf einmal herkam, reihten sich die Apple Store-Mitarbeiter da alle so auf und fingen alle an zu klatschen und der ist durch den Laden gelaufen und rausgegangen. Und ich habe das erst gar nicht gecheckt. Und dann habe ich nochmal, war das jetzt der? Und dann habe ich nochmal gegoogelt, wie der aussieht und dann, ja, das war der.
Das ist ja also, echt schon krass, Alter. Das hört sich richtig an wie diese Star Wars-Szene, wenn Darth Vader so aus seinem Flugzeug da rauskommt. Ja. Und dann stellen die sich alle so auf, ne? Das war aber so ein weirder Moment. So, du bist im Apple Store, du guckst dir gerade Geräte an und auf einmal fangen da 100, weiß ich nicht, 50 Leute an zu klatschen oder so. Und du denkst so, was geht denn jetzt hier ab? Ja, ich weiß, unser Podcast ist gut, aber so gut. Ja, jetzt übertreibt man hier nicht. Wann waren das? Boah, es ist schon... Schon länger, ja. Also ich glaube, da war der auch... Ich weiß nicht. Das CEO ist ja, glaube ich, noch nicht so lange, oder? Nee, deshalb... also es ist auf jeden Fall schon mindestens 5 Jahre her, würde ich sagen, eigentlich, irgendwie oder so. Okay. Mal gucken, seit wann ist Tim Cook CEO? Ich meine, ich hätte eine Story, aber die kommt jetzt natürlich auch gar nicht daran. Ich war... Nope. Früher regelmäßig mit meinem Vater auf der IFA in Berlin und da irgendwie, ich glaube, ich war am Telekom-Stand oder Vodafone-Stand oder so, irgendwie sowas, glaube ich. Und dann war vor mir, stand da so ein ja, ich würde schon fast sagen Zwerg, okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber so ein kleiner Typ und der hat irgendwas rumgeschrien und dann gucke ich den so an, denke mir so, jo, was ist mit dir? Ist das einfach Mimi, der so vor mir steht und so 2 Köpfe kleiner ist als ich und dann gehe ich irgendwie so weg. Sehe ich, dass daneben auch, ich glaube, Jodie Calussi war das, irgendeine Frau, irgendeine YouTuber-Frau auch, stand da auch noch dabei und ich habe mir einfach nur so gesagt, Junge, Mimi, was bist du für ein Spaß, die schreist hier rum. Und eine dann YouTuber-Frau. Ja, ich weiß nicht genau, wer es war, irgendeine YouTuberin. Als wären YouTuber auch so eine Spezies, und da gibt es ja, YouTuber-Männer und YouTuber-Frauen. Ja. Nee, das war das Einzige, womit ich jetzt flexen könnte. Aber überleg mal, wer was vielleicht schon so unbewusst passiert ist, wo es gar nicht so aufgefallen ist. Hey, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich habe noch nie jemanden irgendwie wirklich getroffen, der dann so berühmt geworden ist. Die Queen. Mhm. Das war Marius angeschrien. Ja, also. Hey, guck mal, stimmt. Ja, true. Marius angeschrien war, ich glaube, 2 Klassen über uns in der Schule. Ja. 2 Klassen einfach, Junge. Der ist einfach in der höheren Klasse als wir. Der ist schon in dieser YouTuber-Mensch-Klasse angekommen. Ja. Ja, aber dann, wenn sowas wie YouTuber angeht, halt, also die Kategorie, sag ich jetzt mal, halt E-Sportler, da habe ich halt alle möglichen gesehen bei ESL Cologne, weil die laufen ja dann da auch außen rum und so. Ja, aber da triffst du die ja schon so auf gezielt. Aber auch schon auf berühmter Basis. So, weißt du, die kommen ja nicht zur ESL One Cologne oder so, wenn die No-Name sind, wenn die keiner kennt. Ja, also ich würde mal sagen, so die bekanntesten sind halt, also wo wir halt close dran waren, so im Endeffekt, mit denen wir auch gesprochen haben, waren halt Kenny S, Fallen, von denen wir uns ein paar Tipps geholt haben. Ich weiß nicht mehr, da waren auch noch andere dabei, aber die kann ich jetzt alle nicht mehr aufzählen. Und von Mouseboards. Hier habe ich auch komplett Autogramme. Da waren wir bei der Autogrammstunde von denen. Aber das ist halt auch, ja, wie Nicole das schon sagt, oder wie Tobi sagte, wie auch immer. Da legst du es ja dann bei einer Autogrammstunde, legst du es ja drauf an, die Person zu treffen. Ja. Aber ich glaube, selbst so unbewusst hat man teilweise echt so krasse Leute so mehr oder weniger getroffen. Also ich meine, im Endeffekt, jeder, der uns halt getroffen hat, kann das halt auch über sich sagen. So. Ja, das ist natürlich sowieso. Ja. Habe ich diese Fame-Podcaster getroffen. Imagine, du bist einfach damals einfach immer an Hitler vorbeigelaufen und auf einmal wird er so bekannt. Chillig. Mega nice. Imagine, damals bist du einfach der Typ, der ihn rejected hat bei der Art School. Oh. Du bist halt eigentlich indirekt einfach verantwortlich für den Zweiten Weltkrieg, hä? Oh mein Gott. Ey, aber Hitler, der wurde ja auch, auf dem wurden ja auch so 1000 Anschläge verübt, wo der immer so richtig Glück hatte, irgendwie, dass ihm nichts passiert ist, ne? Es gibt da noch ein prominenteres Beispiel, glaube ich, Fidel Castro. Ich glaub, die NSA hat alleine, oder die CIA oder wer auch immer von den Amerikanern das war. Ich glaube, da gibt es wirklich so Listen, wie viele Anschläge auf den verübt worden sind. Ja, aber bei Hitler ja auch, oder? Ja, aber bei Fidel Castro sind es, glaube ich, so 1000 oder so. Aber es ist halt so krass, was so Zufall teilweise für eine krasse Rolle spielt, ne?
Aber ich meine, bei Hitler ist es halt jetzt wirklich sehr krass so, aber 638 Mordversuche. Wie es sich entwickelt hätte. Auf Fidel weniger? Castro oder Hitler? Ja, Fidel Castro. Und auf Hitler? Ah, ja, aber ich glaube, 638 waren es jetzt nicht. Waren ja, überleg mal, du überlebst einfach 638 Mordversuche auf dich. Also von 1921 bis 45, 42 auf Hitler. Immerhin. Also 42 bestätigte, was auch immer das jetzt heißen soll. Ja, es gab vielleicht auch Versuche, die quasi nie aufgedeckt früher wurden. Früher gescheitert sind, ja. Junge, aber die Fidel Castro-Versuche hier einfach. Ich habe hier einen Artikel von Welt gefunden mit den skurrilsten Versuchen. Erster, eine explodierende Zigarre. Junge, das ist aber auch wieder so direkt. Explodierende Welt, Muschel, so direkt kontaminierter Verlag. Kontaminierter Taucheranzug. Ja, Fidel Castro war 1,91. Halber Riesen. Schoko-Milchshake mit Ciancali. Chillig. Baseballspiel mit Handgranate. Ja, moin. Sprengstoffanschlag, ja gut, das ist ja jetzt kein Skurriler mehr oder die Mafia oder Schusswaffe, das ist ja der mit Skurril nichts. Der ist ja erst vor kurzem gestorben. Ah, er hatte eine Schusswaffe in einer Fernsehkamera versteckt. Das ist natürlich doch schon relativ wild. Und dann mit 90 Jahren natürlich zu sterben, das ist natürlich holy eine shit. Leistung. Ey, ab welchem Punkt würdet ihr sagen, wärt ihr so, yo, ich bin einfach unmenschlich, so ich kann einfach nicht sterben? So ab dem wievielten Anschlag auf euch? Ja, oder was halt so, oder halt einfach wie viel Glück du hast, so. Oder halt einfach, was du für eine krasse Maschine bist, dass du einfach. Ja, oder halt, dass deine Security halt einfach gut genug ist. Ja, oder das. Steht dabei, ob wie viel Bodyguards von ihm draufgegangen sind. Ich hoffe mal keiner. Junge, der musste ja wahrscheinlich jedes Essen oder wenn er im Restaurant war oder so, musste der ja immer einen Vorkoster gehabt haben oder so. Der einfach für ihn das Essen probiert hat und dann halt einfach für ihn verreckt ist. Okay. Auch als du gerade gesagt hast, den Milchshake mit Ciancali, ich habe im ersten Moment, habe ich mir so vorgestellt, so einen richtig geilen Milchshake. Dann hast du so Ciancali gesagt und dann dachte ich, ja, perfekt. So, da wäre ich dann direkt draufgegangen. Wenn ich das gewesen wäre, dann wäre ich so ein richtig geiler Milchshake. Egal, den Milchshake nehme ich noch mit. Ja, so einfach, ey. Wenn ich untergehe, dann habe ich wenigstens noch als letztes einen geilen Schokomilchshake getrunken. Ja, erstmal noch Diabetes abgeholt, bevor ich abgetreten bin. Wenn man Koya umbringt, dann immer mit irgendwas Leckerem, bitte. Ja, so geiles Eis oder so mit Ciancali. Das wäre. Ja, ist halt die Frage, ob es mit Ciancali so geil schmeckt, ne? Ah, gut. So, aber das Ciancali so ganz unten. So weißt du das, dann habe ich das schon alles so aufgegessen und dann ist quasi das endgültige. Dann gönnst du dir am Ende in der Waffe Ciancali. So ein bisschen Ciancali. Ja, genau. Na gut, das ist ja ein bisschen blöd, weil die Waffel isst man ja, würde ich behaupten, meistens zuerst. Ja, gut. Ganz unten. Oder isst du die Waffel zuletzt? Das wär, also wenn du die zuletzt isst, dann ist es absolut weird. Ich leck die erst aus und dann, naja, Spaß. Ja, Koller guckt ja so komisch. Es kommt auch drauf an, was für eine Waffel. Also es gibt ja einmal quasi diese komischen Waffeln, die in so einen Eisbecher reinstecken. Und es gibt ja dann so Hörnchen. Ach so, ich meine jetzt schon Waffeln. So ein Hörnchen. Ach so. Ja, okay, ich habe jetzt gerade schon, okay. Yannick isst einfach so das Hörnchen zuerst. Ja, du, das, dann an der Stelle das wäre absoluter Mut. Nee, machst du einfach die Eiskugel in der Hand, ist auch nicht schlecht. Ja, man hat das Eis ja wahrscheinlich trotzdem nicht auf, wenn man vor mal mit der Waffel anfängt. Aber auch gutes Thema. Jungs, hier gutes mal Thema, wichtiges Thema. Ja, wichtiges Thema. Ich habe eine Frage Antwort vielleicht für dich. Okay, ich bin gespannt, ob ihr eine Antwort habt, weil ich bin mir da nicht so sicher. Es ist jetzt eine Gleichung. Nee. Ich habe mal eine Frage von euch. Kommen wir zu einer Gleichung nicht weiter. Was haltet ihr von NFTs? Oder habt ihr damit irgendwelche Erfahrungen schon gemacht? Ich habe damit keine großen Erfahrungen gemacht, aber ich habe mich jetzt auch viel zu wenig damit beschäftigt, um da jetzt irgendwie eine ausgiebige Meinung bilden zu können. Aber dass ich halt nur auf Twitter gesehen habe, dass Leute allen möglichen Scheiß als NFTs verkaufen wollen. Es hat angefangen, so eine Tweetkette, sag ich mal, wo Elon Musk halt getweetet hat, dass er hier irgendwie irgendein Lied oder so als NFT verkaufen will oder so. Ja, Nick, wir können ja vielleicht mal anfangen. Kannst du erklären, was NFTs sind? Nö.
Deshalb, ja, und auf diesen Tweet von Elon Musk hin hat dann ein Typ getweetet, ja, ich verkaufe den... Wie Yannick eiskalt einfach Nein gesagt. Ich dachte doch, das wäre einfach ein Joke gewesen. Nee. Der Typ sagt einfach dann, ja, ich verkaufe den Tweet, wie Elon Musk das tweetet, dass er das als NFT verkaufen will, als NFT. Und dann hat ein anderer Typ den Tweet, der darüber tweetet, dass Elon Musk getweetet hat, auch wieder als NFT verkauft. Und diese Kette, ich weiß nicht, wie lange die sich gezogen hat. Das ist aber auf jeden Fall richtig also, getan. Ich erkläre mal kurz, NFTs sind Non-Fungible Tokens, also quasi einzigartige ja, Tokens. Krypto-Tokens. Und ja, es basiert halt, glaube ich, auch auf Blockchain, ja, auf Blockchain halt. Und man kann sich halt irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel halt Lieder kaufen, dann kriegt man da sein NFT, dann ist man halt die einzige Person, die diesen NFT hat und das, dadurch, dass man halt, dass es halt auf Blockchain ist, ist halt sichergestellt, dass du halt die einzige Person bist, die das halt wirklich besitzt. Und das ist jetzt irgendwie gerade krass im Hype und dann werden ganz viele Sachen verkauft, also wie gesagt, Songs und so. Und jetzt und ist, Kunst. Ja, und Kunst. Und jetzt ist ganz krass im Trend, einfach jeden Scheiß zu verkaufen. Also mein Take dazu ist, ich glaube, an sich ist es eigentlich eine coole Idee, auch so was irgendwie dahinter steht, dass du quasi, also ich bin ja jetzt auch kein Experte für, ne? Ich habe mir da in den letzten Tagen vielleicht auch mal ein bisschen was dazu durchgelesen. Aber wie ich das halt verstanden habe, ist das ganz cool, dass du quasi ja Dinge besitzen kannst, die... Ohne sie zu besitzen? Ja, so ein bisschen so, genau. Dass quasi Dinge, die irgendwie auch im Internet herumwabern oder so, dass du quasi dann hinterher feststellen kannst, wem das irgendwie gehört. Aber dass du gleichzeitig die Sachen ja noch anders verwenden kannst. Ich glaube aber nur, dass das generell zu diesem ganzen Krypto-Hype dazu gehört. Also ich glaube, dass das viel zu viel überhyped ist. Das schadet ja teilweise auch ein bisschen so ein Hype, wenn Sachen ja nur so aufgebaut werden. Das ist ja ein bisschen so wie One-Hit-Wonder. Wenn, wisst ihr, so kleine Bands oder so. Oder wie Clubhouse. oder das auch. Die quasi noch so ein bisschen im Aufbau sind, sich so finden müssen. Dann haben die halt so einen riesigen Welthit. Und dann erwarten halt alle, dass die auf einmal auf dieser gleichen Basis nur noch Musik machen. Dass die einfach so nur noch Hits raushauen. Aber diese Erwartung kann ja eigentlich niemals irgendwie wie sagt man das? Erfüllt werden. Ja, erfüllt werden, genau. Ja, ich muss sagen, halt die Frage, also, ich sehe das hier ein bisschen anders, aber... Ja, ich muss halt sagen, ich finde NFTs interessant, aber ja, ich glaube, das kam ja so richtig groß auf, so durch Kunst. Und ich weiß halt nicht, also ich finde halt jetzt digital, also ich bin generell jetzt nicht so mega der Kunstfan so, aber ich sehe halt irgendwie noch nicht so krass, dass so digitale Kunst so der krasse Shit ist. I don't know. Aber ich finde es halt auf jeden Fall interessant, aber ich finde es, also wie Koya gesagt hat, so momentan wird es halt komplett überhyped, so da wird halt jeder Shit verkauft. Und ich glaube, da muss ich noch so das Richtige finden, so. Also ja, vielleicht ist es das mit Kunst, aber I don't know. Ja, vielleicht ist es ja auch nicht nur die Kunst quasi digital zu haben, sondern du könntest ja theoretisch auch darüber sagen, nehmen wir mal die Mona Lisa als Beispiel. So, du kaufst jetzt aus dem Louvre die Mona Lisa raus und hast sie dann einmal in physischer Form und halt als NFT. So, dass du halt im Endeffekt, sag ich mal, wenn dir die Mona Lisa als physisches Ding halt geklaut wird, kannst du aber theoretisch ja immer noch sagen, yo, das ist halt auf jeden Fall meine. Also es gibt halt ein dezentralisiertes Dokument, was halt besagt, dass sie halt dir gehört. Das ist halt, ist es halt kein Kaufvertrag oder so. Den analogen Gegenstand ja dann trotzdem nicht verifizieren. So. Also du hast halt den Beweis, dass es dir gehört, so, aber du hast halt immer dieses Problem, wenn du so zwischen analog und digital halt diese Verknüpfung herstellen willst, ist halt immer tricky. So. Das ist voll wahr. Ich muss auch sagen, ich finde es interessant, aber ich bin mal gespannt, was... Ja, ich hänge mich da jetzt nicht so rein. Kryptowährung ist immer noch das Wichtigere gerade. True. Aber zum Beispiel Finn Kliman hat jetzt zum Beispiel, glaube ich, irgendwie vor ein paar Wochen so 100 Songs rausgebracht und halt alle so als NFT. Sowas finde ich halt ganz cool. Aber es ist, glaube ich, gerade echt so ein bisschen überhyped. Bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt, so im nächsten Jahr oder so. Ja, ich sehe da, wie gesagt, so ein bisschen die Gefahr, dass quasi erstmal alle Leute da irgendwie ihren
absoluten Müll irgendwie reinpacken, dass das quasi deswegen dann irgendwann so überladen ist, dass die Leute dann gar nicht mehr Lust haben, quasi die interessanten Sachen, diese Juwelen zwischen diesem ganzen Müll zu suchen. Und dass die Leute deswegen da vielleicht dann irgendwann nicht mehr so viel Lust drauf haben. Aber das wird sich ja auch in der Zukunft wahrscheinlich erst zeigen, wie sehr das angenommen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber das kam halt auch irgendwie aus dem Nichts, ne? Also ich habe davon das erste Mal irgendwie vor 1-2 Monaten gehört. Und dann war es auf einmal so omnipräsent gefühlt. Innerhalb von 1-2 Wochen. I don't know. Kunstwelt aber auch generell so verwirrt und komisch. Das ist unglaublich. Ja. Ich habe die Tage nämlich mal nachgeguckt. Kennt ihr noch Caspar David Friedrich? Natürlich. Den hatten wir, ich weiß nicht, wie es bei Yannick ist. Oder Tobi war ja, glaube ich, auch nicht immer in meinem Kunstkurs in der Schule. Aber Caspar David Friedrich ist ja ein deutscher Künstler. Ich glaube schon, ja. Der hat, ich weiß nicht, ich finde die Gemälde von dem richtig krass. Und da habe ich mich mal informiert, wie viel die kosten. Oder ob man die überhaupt kaufen kann. Und das ist ja so tricky in der Kunstwelt. Weil das ist nicht so, dass Leute Kunst kaufen, dann ist öffentlich, yo, die haben dafür so und so viel bezahlt. Und das ist so und so viel wert. Sondern du musst da so richtig in diesen Kreisen sein. Und es muss halt bekannt sein, dass du quasi Kunsthändler bist oder Kunstinteressierter bist. Und du brauchst, das ist so verwirrt. Du musst da halt erstmal so richtig reinkommen. Wo du gerade das mit Kunst gesagt hast, ne? Wir waren ja, waren wir in der 10. oder 11. zusammen in einem Kunstkurs, Koya? Ich glaube, es war die 11., oder? Ja. Auf jeden Fall, Koya und ich waren in der 11. zusammen im Kunstkurs und unsere Lehrerin war halt irgendwie scheiße. Und ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber irgendwie habe ich einfach von der 11. zu 12. einfach so den Kunstkurs gewechselt. Und ich war so der Einzige. Aber ich war halt irgendwie froh, weil ich mochte unsere Lehrerin nicht. Und ja gut, in dem einen Kunstkurs war halt Koya, in dem anderen Kunstkurs waren alle anderen meine Freunde. Von da war ich irgendwie zufrieden, aber ich habe Koya da so voll im Stich gelassen. Ja, Junge, Tobi hat da richtig reingesnitcht. Aber ich weiß halt auch nicht, wie das passiert ist. Ich glaube, die hat auch, die du fandst die Kacke, die fand dich Kacke. Also kann sein, ja. Win-win, würde ich sagen, ne? Stimmt, das war die Zeit, da hatte ich mir meinen Fuß gebrochen, war dann halt so 2 Wochen nicht in der Schule oder so. Dann konnte ich halt eine Abgabe nicht machen und die hat die Abgabe dann, glaube ich, einfach mit 6 bewertet, weil am Ende des Halbjahres hatte ich einfach eine 4 auf dem Konto. 4 auf dem Konto. Hatte die einfach überwiesen, eine 4. Ja. Als NFT. Das war halt richtig frech. Ich weiß gar nicht, ob ich mich damals noch irgendwie beschwert habe oder so und das deswegen war. Ich kann es echt nicht mehr nachvollziehen, aber ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, du hast sogar freiwillig den Kunstkurs gewechselt. Also ich glaube, du wurdest da gar nicht umsortiert, sondern du hast so ein bisschen auch mal nachgefragt, wie das denn ist. Das kann sein. Aber da haben die es einfach gemacht. Das wäre ja schon frech von mir, oder? Also theoretisch, wie könnte ich den Kunstkurs wechseln? Dann wird Tobi einfach rübergeswitcht. Ich war halt der Einzige aus dem Kurs, der geswitcht wurde. Bin ich mir gar nicht sicher, ob du wirklich der Einzige warst. Doch, das weiß ich. Ich war auf jeden Fall der Einzige, das weiß ich. Ich kann mir die Geschichte auch noch so ein bisschen erinnern. Warst du der Einzige oder der Einzigste? Ich war der Einzigste, der aller Einzigste. aber war das vielleicht noch so, dass die Kunstkurse irgendwie zusammengelegt wurden? Dass 2 zusammengelegt wurden und unser eigentlich unverändert blieb und ich dann trotzdem irgendwie rausgemucht wurde? Irgendwie sowas habe ich im Hinterkopf. Ja, doch, das kann sein. Ich glaube, wir waren vorher 3 Kunstkurse und dann. Versuchte ich doch jetzt nicht rauszureden, hat die Lehrerin keinen Bock mehr auf dich, so Tobi. Ja, ich meine, ich war halt auch zufrieden. Von daher kann ich es ja nicht übel nehmen. Aber. Ja, aber da kommt Tobis wahrer Charakter wieder raus. Du belässt einen einfach im Stich. Ich weiß, Koya war echt ein bisschen angepisst, aber ich habe so gesagt, ja. Ich weiß nicht. War ich angepisst? Ich glaube, ich habe sogar noch nachgefragt bei den hier, weiß nicht, Studien, nee, wie heißt das, nicht Studien, bei unseren Oberstufenleitungen da, habe ich so nachgefragt, die sind so, ja, du wurdest halt geswitcht, so, und ich hatte so, ja, also beschweren werde ich mich jetzt hier eher nicht. Ja, kann ich Ihnen noch ein Pralinen schicken oder so? Dankeskarte? Ein paar Blumen mitgebracht. Also haben Tobi und die Oberstufenleitung erstmal angestoßen darauf, dass Kolja einfach massiv getrollt wurde. Nee, aber ich bin dann auch direkt von einer 4 auf eine 2 hochgegangen. Also das hat sich auch mit den Hat sich also gelohnt, Kolja Hops zu nehmen. Ja, nice. Aber die Sache ist,
Um das jetzt mal hier klarzustellen, also ich, natürlich war ich ein bisschen enttäuscht, dass Tobi auf einmal, ne, so mein Sitznachbar auch. Köln war nicht traurig, er war einfach enttäuscht. Aber ich fand jetzt nicht, dass ich dann auf einmal so ganz allein in dem Kurs war. Nee, es war auch nicht so schlimm, sonst hätte ich also. Nicole war einfach der einzige Schüler im Kurs. Zurückgelassen. Es war nur noch ein Personenkurs. Ja, also Kolja, ich meine, wenn es so schlimm gewesen wäre, dann hätte ich auch mal nachgefragt, ob ich da den Kurs wechseln kann. Nee, ich weiß, haben wir nicht danach sogar noch, da hatten beide Kurse quasi das gleiche Thema. Dann haben wir, glaube ich, noch so kursübergreifend so ein Projekt abgegeben. Und ich weiß noch. Das war in der 11., da waren wir noch zusammen im Kurs. Da waren wir beide zusammen? Ja. Okay, weil ich weiß noch, da haben wir halt in dem einen Kurs einfach eine andere Note bekommen, als der das gleiche abgegeben hat im anderen Kurs. Das war auch nicht schlecht. Ja, anderer Lehrer, ne? Nee, ja, aber die haben halt einfach die Aufgabe zusammen gemacht und dann so dumm. Nee, weißt du, warum das auch so komisch war? Weil die hat vorher hat die uns quasi so eine Punktetabelle gegeben, wo dann auch der Notenspiegel irgendwie wieder gespiegelt wurde. Und dann ging das quasi so los, ne, unten bei einer 5 oder 6 oder was auch immer, ne? Dann ging das hoch. Es gab aber einfach keine 1 plus. Also so 100 Punkte waren einfach eine glatte 1. So, und dann, stimmt, ja. Wir waren halt eigentlich so richtig gut und hätten, glaube ich, sogar für das Projekt eine 1 plus bekommen. Ja, Und dann habe ich mal so nachgefragt, ja, warum gibt es überhaupt eigentlich keine 1 plus? So, wir wären doch hier eigentlich so in dem 1 plus Bereich. Ja, die Lehrer waren dann so, ja, gute Frage. Stimmt, ja, ich glaube, wir haben so Punkte bekommen und die wurden halt so eine Note umgerechnet. Wir hätten eine 1 plus gehabt, aber nee, gab es einfach nicht. Ja, ne, und dann hat die, weil das ja so, was auch so in dem anderen Kurs auch gemacht wurde, das Projekt. Und dann meinte die so, ja, dann frage ich da mal nach. Und ich glaube, die hat nie nachgefragt, weil ich glaube ja, aber, nicht, dass aber der Typ im anderen Kurs, ich glaube, der hatte nämlich eine 1 plus. Ja, das ist ganz komisch. Aber das Bild habe ich immer noch hier hängen. Ich weiß nicht, ob man das. Stimmt, ja. Da hängt direkt neben dem Bett immer zum Einschlafen Kokoll halt drauf. Da sieht man absolut nichts, aber. Direkt da über deiner Kommode da, ne? Ja. Also über deinem. Ja, wenn wir jetzt schon über Kunstnoten renten, ja, dann muss ich mich da auch dran beteiligen. Und zwar hatten wir mal irgendwann ein Projekt, es ging darum, wir mussten Fotos so machen. In einem bestimmten Stil von einem. Das war das Projekt. Ja. Da musste halt jeder ein einzelnes Foto machen für sich. Es war halt keine Gruppenarbeit, sondern jeder musste ein Foto machen. Wir haben halt eine Gruppenarbeit gemacht. Ja, bei uns war es halt einzeln. So. Ach ja, stimmt, genau. Der eine aus uns, also der war ja bei euch dann im Kurs und der hat es halt einzeln abgegeben, aber wir in unserem Kurs durften, glaube ich, eine Gruppenarbeit machen. Dann haben wir halt eine Dreiergruppenarbeit gemacht und er hat das halt in seinem Kurs einzeln abgegeben. Ja, wir haben aber trotzdem halt quasi auch eine Gruppenarbeit gemacht, sodass wir zusammengearbeitet haben, aber es hat halt jeder ein einzelnes Bild abgegeben, also ein anderes. Ja, ihr habt halt vier Fotos, so. Ähnliche Fotos gemacht und ihr dann einzeln abgegeben. Ja, die waren nicht ähnlich, es war halt schon was komplett anderes, aber halt mit den gleichen Personen drin. Den gleichen Darsteller. So, und dann ich habe halt Kamera, Licht und alles mitgenommen, ne, und so. Und wir haben halt die Fotos von drei Kollegen gemacht, so. Und dann war es halt irgendwann, glaube ich, 22 Uhr. Und wir hatten alle keinen Bock mehr. Und mein Foto fehlte halt noch. Dann haben wir auch, weil ich halt auch keinen Bock mehr hatte, haben wir halt mein Foto so mehr oder weniger hingeklatscht, so. Weißt du, aber ich war von weiß ich nicht, 16 bis 22 Uhr oder so haben wir da den ganzen Abend die Fotos gemacht und ich habe einfach eine 3 minus oder so gekriegt und die anderen eine 1 plus oder so, dann eine 1, ne? Und ich war so fucking pissed, ne? Und die Kunstlehrer meinte auch, ja, sorry, tut mir leid, kann ich ja jetzt leider nichts machen, war ja keine Gruppenarbeit und so, ne? Da war ich wirklich. Kannst du da dein Foto holen oder ist das da irgendwie so festgemacht? Ich kann mal versuchen, das zu holen. Ich würde auch. Cool, ich weiß nicht, wie ich es an der Wand hätte. Die Decke. Oh Mann. Nee, weil ich hatte das mal irgendwann digital, aber das ist halt jetzt auch schon ein paar Jahre her, darum weiß ich nicht mehr, ob ich das habe. Eigentlich sah das echt nice. Boah, das ist ja voll groß. Das sah halt eigentlich echt nice aus. Ich meine, ihr seht es jetzt in unserem YouTube-Video. Ja. Tobi und ich sind davon nichts. Ich meine, ich kann es auch nur erahnen, weil ich es halt kenne. Das sah halt eigentlich echt geil aus. Wir haben extra so, das war Sommer auf jeden Fall. Wir haben extra, ich weiß auch gar nicht mehr, wie der Künstler hieß, aber der hat halt irgendwie so, ich weiß auch gar nicht mehr, was wir da zum Vorbild genommen haben. Aber wir haben auf jeden Fall so im Sommer so extra gewartet, bis es dunkel ist. Und dann haben wir so Möbel nach draußen gestellt, so im Garten. So halt so ein bisschen abstrus. Und dann aber auch, halt auch erst, als es dunkel war, ne? Ihr habt mit dem Möbel raustragen auch versucht, das gerade, bis es dunkel wurde. Der Traulat-Eko. Nee, aber ich glaube, also ich fand das Bild halt auch echt eigentlich nice. Das sah echt nice aus.
Ja, ich muss auch mal gucken, ob ich die Bilder noch habe. Dann kann ich auch mal die Leute fragen. Ich weiß noch, ihr habt das ja auch mit so, wie heißt es? Hier so Haze gemacht. Wie heißt denn Haze auf Deutsch? Nebel. Mit so Nebelmaschinen so gemacht, ne? Ja, cool, ja. Ja, das war echt ganz cool. Naja. Also, Bild sieht schon babamäßig aus. Ey, ich hab gerade auf meiner Festplatte, ich habe gerade noch andere Bilder aus Kunst gefunden. Ey, wir haben echt wilde Projekte gemacht in der Oberstufe. Aber ich fand in der Oberstufe so nice in Kunst, dass man sich auf einmal erklären konnte. Also, wir durften dann ja immer dazu noch so einen kleinen Text schreiben, was wir quasi uns da irgendwie hinterher vorgestellt hatten. Und auf einmal konntest du quasi dein schlechtes Kunstwerk einfach irgendwie erklären. Also, ja, das soll so schlecht sein, weil das soll das und das zeigen. Hat bei mir dann nicht so gut funktioniert. Ey, ich weiß noch, ich habe einmal, da sollten wir so eine Art Karikatur machen, da habe ich in Illustrator so übelst die nice Karikatur eigentlich gemacht. Aber ich habe voll die scheiß Note bekommen, glaube ich. Nee, ich habe einfach so viele Kunstordner hier, ne? Und so viele dumme Fotos, Alter. Karikaturen. Ich habe eine Karikatur von Puigdemont gemacht. Junge, Alter, das ist einfach halt viel zu krank, wenn man dann einfach eine Kamera mit in die Schule nimmt. Da wird so viel Scheiße gemacht. Ich weiß noch, da hatten wir auch Kamera mit in die Schule, da waren wir so in einer Pause bei Subway und da haben wir einfach so die ganze Zeit Fotos mit deiner Kamera gemacht. Ja, war cool. Ne, ich habe die Fotos hier gefunden. Ich weiß zwar nicht mehr, ich weiß nicht mehr, welches genau dann davon letztendlich verwendet wurde, aber ich kann die auf jeden Fall mal in den Discord auch einfach direkt reinschicken. Die werden ja hier nicht komprimiert oder so. Na, ich bin mir nicht so sicher. Da muss ich halt die Leute fragen, ob das halt okay ist. Ich weiß nicht, ob ich das alleine mal gemacht habe, aber ich habe mal in Musik, glaube ich, einen Vortrag über Quo gehalten. Ne, den haben wir zusammen gemacht. Und über Gronkh. Und ich weiß noch, Gronkh haben wir in Englisch gemacht. Und da haben wir, ich weiß nicht, ob ich das alleine war oder so. Ich glaube, es war auch mit irgendjemandem zusammen. Bro, das haben wir alles zusammen gemacht. Okay, perfekt. Tobi immer so, ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir da über Gronkh so einen Vortrag gehalten. Dann haben wir halt immer so Let's Player geschrieben. Und dann hat uns unsere Lehrerin erst so voll angekackt, weil die so meint, jo, Let's Player, das ist gar kein Wort, das labert ihr hier. Aber es ist halt einfach der offizielle Begriff gewesen. Das weiß ich noch. Ja, ich finde aber das letzte Bild, ich habe dir mal in den Allgemeinstellen geschickt, ich finde das letzte eigentlich am sixten, weil ja, die Quali ist aber Kollege natürlich. Was? Quali ist aber nicht so nice. Ah doch, wenn man auf Originalanzeigen klickt, dann geht's. Aber das mit unserem Kumpel da im Auto auch wild. Ey, ich erinnere mich, dass der Wagen jetzt mal abhängig von Kunst auch. Ja, der wurde anders auch. Also da missbraucht, das können wir jetzt hier aber nicht sagen, ne? Naja, aber also mit dem Nebel so, es kommt schon gut, muss ich sagen. Ja. Ja, cool, das ist auch sehr bisschen. Ja, ich weiß noch, Ende des Liedes war dann bei uns im Kunstkurs, dass bei der letzten Abgabe in der 12. Klasse hat die Lehrerin dann einfach, anstatt jetzt Noten einfach so zu geben, hat die Leute dann gefragt, so, ja, komm, brauchst du hier eine gute Note fürs Studium, eine gute Note fürs Abitur? Hat natürlich jeder Ja gesagt und dann erstmal alle so mit Einsen und 1 plus und 1 minus. Nee, guck mal, da hat die nämlich dann reingesnitcht. Bei mir gilt die so in der Oberstufe einfach eine 4 und dann so im letzten Halbjahr sagt die, ja, gebe ich nochmal eine 1. Ja, war schon keine coole Lehrerin. Bro, ich weiß noch, dass einer aus dem Kurs, der hat so ein Bild gehabt, das sah wirklich schrecklich aus. Und dann hat die den so gefragt, so, yo, so brauchst du irgendwie eine gute Note, ne? Im Hinterkopf eher so, yo, ich juck mich doch nicht, was ich im Abitur habe. Ich will sowieso da irgendwie mein was auch immer studieren. Da brauche ich, keine Ahnung, Abitur eigentlich nur. Keinen guten Durchschnitt, ne? Und dann erstmal eher direkt so, ja, ich brauche natürlich gute Note. Ich will hier Medizin machen oder so. Junge, so frech. Und dann hat er erstmal für sein Kackbild da so eine 1 kassiert. Das ist halt echt frech. Oh, cool, ich habe sogar noch einen Gronkh-Vortrag gefunden von 2013. Krass. Gott, Alter. Junge, damals habe ich, glaube ich, so gebrochenes Englisch gesprochen. Junge, ich habe Handhelds. Ich habe Handhelds, also normal Hand geschrieben und dann H-A-L-T-S. Ja, ich war früher immer schon Englisch-Profi. Nice. Bro. Ich meine, ich habe zwar schon Kopfschmerzen, aber das tut jetzt noch deutlich mehr weh. Ja.
Wir einfach hier die künstlerischen Bosse. Das ist ab sofort hier Diagnose Kunst. Hat Diagnose Kunst Hype. Bro. Damit gehen wir. Ja, ich glaube, dafür müssen wir uns noch mal ein bisschen mehr mit dem Thema Kunst auch dann auseinandersetzen. Oh mein Gott, was war ich für ein Spast? Ich habe hier gerade noch mal den Quo-Vortrag gefunden. Ich habe einfach Kollega, der war dann irgendwie auch hier drin, Kollega am Ende mit K geschrieben anstatt mit H. Ist anscheinend auch einfach nicht aufgefallen. Kollega? Genau, ja. Musstet ihr eigentlich auch diese Miniatur-Fotos machen? Oh, manchmal bin ich echt froh, dass ich älter geworden bin. Miniaturfotos? Wo man so, so Puppen quasi irgendwie, ich schicke euch mal hier so ein Bild. Ach so, nee, das mussten wir nicht machen. Also wo man so kleine Minifiguren irgendwie so nach draußen irgendwo hinsetzen musste. Oh nee. Aber ich habe bei Discord auch cool. Ja. Ey, wo wir schon bei so Miniatursachen in der Natur sind, kennt ihr noch diese ganz alten Amazon Wallpaper-Dinger, wo dann so Figuren aus Amazon-Paketen darum gerannt sind? Nee. Kennt ihr das noch? Ich glaube, das war so die Zeit 2012, 13, 14. Da war das so richtig, richtig cool irgendwie. Ich weiß nicht, die waren gefühlt auch total überbelichtet und ich weiß nicht, aber das waren irgendwie so Figuren aus Amazon-Paketen. Wild. Ich weiß nicht, ob sich da noch irgendjemand dran erinnert. Aber das war halt irgendwie. Ach, ich weiß, was du meinst. Cool. Ja, doch. Also, wo wirklich die Figur das Paket war. Personalisierte Figur aus einem Paket. Ja, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, worauf du anspielst. Ich sehe auch gerade, dass ich auch einfach vom Mathe-Grundkurs hier die Fotos gemacht habe und so, ey, Junge. Die Abifo, ey, ist das cringe. Gott. Ich habe ja noch meinen Praktikumsbericht und so. Ich will ja gar nicht reinschauen, glaube ich. Boah, nee, lass mal aufhören, darüber zu sprechen. Das ist ja grausam. Ja, was geht sonst so bei dir, Koya? Ich habe auf Twitter letztens was richtig Interessantes entdeckt. Nämlich mittlerweile gibt es, auf Twitter kann man ja auch irgendwelche Artikel posten und dann dazu irgendwas schreiben. Also quasi einfach krass, Artikel verlinken. Und wenn man die retweetet und den Artikel vorher nicht gelesen hat, dann wird da so ein Feld angezeigt. Da steht da drin, ja, sind Sie sicher, dass Sie das retweeten wollen? Ja, ist ob. Obwohl Sie das noch nicht gelesen haben. Da muss ich sagen, Ich bin ja so eine Person, die das sehr scharf kritisiert, wenn Leute einfach immer nur die Überschriften lesen und dann so sind, ja, ich weiß, was in dem Artikel steht und das ist ja unglaublich hier und keine Ahnung was. Ich muss sagen, aber da ertappt man sich dann teilweise auch selber, dass man den Artikel einfach noch gar nicht gelesen hat. Da muss ich dann vielleicht auch mal ein bisschen zurückrudern. Und ja, war ich aber ein bisschen sehr erstaunt, als ich das gesehen habe. Ja, es ist klug. Eine kluge Plattform, dieses Twitter. Ja, da werden, glaube ich, auch mal die ganzen Monis wieder wachgerüttelt, da irgendwelche rechte Scheiße und so posten. oder irgendwelche Artikel teilen und dann direkt wieder irgendwie von den Überschriften so getriggert sind, dass die erstmal überall geteilt werden müssen. Dann bekommen die erstmal so einen auf die Mütze, dass die den Artikel gar nicht gelesen haben. Das ist schon klug. Ja, ich weiß halt nicht, ob die sich da auch ertappt fühlen. Ja, wahrscheinlich ist dann erstmal erstes Argument, ja, wir sind hier wieder im Polizeistaat, weil die wissen, dass ich den Artikel noch nicht gelesen habe. Ja, safe. Ja. Ja. Zumal. Oh, ja, ich habe auch heute die ganze Zeit so einen kratzenden Hals. Das ist echt uncool. Ja, ich habe aber auch jetzt gerade, ey, bei mir werden auch mit Kopfschmerzen immer schlimmer gerade. Weil du so viel mit uns redest, ne? Ja, nee, wahrscheinlich einfach, weil ich am Rechner sitze jetzt. Das wurde gerade draußen in der frischen Luft. Ja, Nick hat eine Rechnerallergie. Ja. Oh, ich habe tatsächlich jetzt gerade noch die Fotos gefunden, die wir damals mit deiner Kamera gemacht haben, Yannick. Da sind auch die Fotos dabei, die du danach in Kunst gemacht hast. Ja, perfekt. Auch, die sind also auch dabei. Ja. Aber sonst auch nur ziemlich viel Scheiße, sagst du. Genau. Jungs, ich wollte ja eigentlich gerade einen Themenwechsel so auf mal wieder was Interessantes, was die Leute auch sehen können, weil die können ja gerade nicht sehen, was sie für tolle Fotos da. Ich meine, man könnte es natürlich einblenden, aber ich glaube, das ist schwierig.
Tobi macht irgendwelche, bindet da irgendwelche Subway-Fotos ein, indem man einen riesigen Cookie im Maul hat. Ich habe actually für heute etwas vorbereitet. So eine Art, ich weiß nicht, ob man das Segment oder Spiel oder so nennen könnte für unseren Podcast. Die Sache ist, ich habe das vorbereitet und ich habe gestern Abend, nachdem ich das alles fertig hatte und nachdem ich das alles ein bisschen überdacht hatte und so, wie ich das gestalten möchte. Ist doch scheiße. Nee, habe ich dann ganz durch Zufall erfahren, dass in unserem Bruder-Podcast, dass das anscheinend auch öfter mal gemacht wird. Deswegen ist natürlich jetzt wieder die Sache, das könnte man natürlich behaupten, dass wir das irgendwo geklaut haben, aber ich hatte da actually keine Ahnung von, nämlich... Was kommt denn jetzt? Ja, warte. Ja, ich warte noch ein bisschen. Sagt euch over- oder underrated etwas? Weil ich habe hier so ein paar Begriffe vorbereitet, wo ich mal gerne wissen wollen würde, ob das für euch so over- oder underrated ist. Ja, nice. Es kommen ja auch die wilden Formate rein. Ja, okay, ich bin bereit. Habe ich natürlich als erstes Reichsbürger. Findet ihr das bei uns in der Gesellschaft, Reichsbürger, ein bisschen over- oder underrated sind? Die sind auf jeden Fall underrated, also da bräuchte es deutlich mehr von. Ich glaube, da brauchen wir, gar nicht weiter zu kommentieren, glaube ich, oder? Also. Das ist ein klares Ding. Ich finde auch, dass die underrated sind, aber nicht, weil ich finde, dass wir davon mehr bräuchten, sondern weil ich glaube, dass Reichsbürger mehr Gewalt gegen bräuchten. Dass die ein bisschen gefährlich sind, weil ich meine, das ist ja schon irgendwie so eine Art Extremismus, wenn du sagst so, jo, wir leben ja gar nicht in einem richtigen Staat, sondern das ist ja die BRD, GmbH und was auch immer. Nee, deswegen, das hört für mich eigentlich ziemlich nachvollziehbar an. Sollte man da ein bisschen mehr drauf achten? Ja, ich merke, ihr seid von der Idee noch nicht so ganz angetan, aber jetzt das nächste. Nur von dem einen Punkt war ich jetzt noch nicht ganz so angetan. Das nächste? Ja, ich bin auch gerade nicht so angetan, weil meine Kopfschmerzen mit jeder Minute hier schlimmer werden. Mit jeder Minute Keus, Gelaber schlimmer werden. Dosenbier. Ist Dosenbier over- oder underrated? Passend zu Yannicks Kopfschmerzen. Underrated? Tobi, wie sieht's bei dir so an der Schaumweinfront aus? Es ist da Dosenbier. Mein Dosenbier ist halt meistens günstiger als Flaschenbier, ne? Oder zumindest laut meiner Erfahrung. Das ist natürlich schon ein guter Punkt. Aber es ist halt leichter. Ich bin jetzt halt auch leider einfach nicht so der Biersommelier. Es ist geschmackstechnisch, also halt auch kein, ich würde jetzt mal sagen, riesiger Unterschied. Ich denke, das ist einfach irgendwie Placebo oder so, wenn du halt denkst, du trinkst aus der Dose, dass es halt anders schmeckt oder so. Oder wie das auch immer. Heißt das dann Placebo? Ist das dann Placebo? Ja. Nein, aber es ist auf jeden Fall, ich würde sagen, well-weighted. Ist da, wo es hingehört. Die Leute, die es mögen, mögen es. Ich muss sagen, also auf, ich glaube, Festivals ist ja, glaube ich, auch so der Dosenbier, quasi, wie sagt man, deren Hauptnahrungsquelle, deren Hauptmarketingziel, quasi Leute, die auf Festivals gehen, den Dosenbier zu verkaufen. Aber ansonsten, ich finde, Dosenbier hat einen schlechten Ruf, den es eigentlich gar nicht so verdient. Deswegen finde ich auch eindeutig underrated. Hat Dosenbier einen schlechten Ruf? Ich würde sagen schon, oder? Wenn du das sagst, ich weiß nicht. Ja, dann glauben wir das jetzt schon mal. Ja, müsst ihr mir einfach mal vertrauen. So, Haie. Sind Haie over- oder underrated? Haie? Es gibt nur eine richtige Antwort. Junge, Yannick stirbt da einfach gleich während dem Podcast. Ich kenne keinen. Geil, haben richtig schön Content. Ich wäre wirklich nicht böse, wenn wir nicht lange machen heute. Ich finde die Idee von dem Format ja nicht schlecht, aber also deine Begriffe, die muss ich sagen, die fühle ich jetzt noch nicht so. Haie, Junge, was interessieren mich denn jetzt Haie, Mann? Was soll ich jetzt sagen? Sind die overrated? Wenn ich jetzt sage, die sind overrated, so dann soll ich jetzt sagen, ja, die sind eigentlich gar nicht so gefährlich, wie manche Leute sagen. Wenn ich jetzt underrated sage, was soll das bedeuten? So, dass Haie underrated sind. Es muss mehr Haie in Deutschland geben, oder was? Also, das ist. Ich mag den abgefuckten Yannick. Ja, aber das, guck mal, das ist doch.
Das Spiel also bringt sowas Tolles. Ich bin high overrated, weil die fucken mich ab. Mag ich nicht, wenn mir so ein Hai ich finde Haie auch übel overrated. Weißt du, weil alle sagen, Haie sind übel gefährlich, aber ich wurde an der Nordsee noch nie von einem Hai angegriffen, Mann. Ja, das ist wirklich frech. Okay, dann, wenn Yannick das sagt, dann stimmt das so. Als letztes habe ich hier noch. Guck mal, was ist denn jetzt die einzig richtige Antwort? Ja, dass die overrated sind. Okay, okay. Weil ich habe auch letztens noch eine Statistik gelesen, dass irgendwie, ich glaube, in den letzten 20 Jahren oder so gab es irgendwie 1000 Hai-Angriffe oder so. Und man könnte ja denken, dass das wesentlich mehr ist, dass Haie ja so unglaublich gefährlich sind. Sind sie aber gar nicht. Die wollen eigentlich auch nur im Meer schwimmen und ein bisschen überleben. Bisschen naja. Erfolg haben. Als letztes habe ich noch passend momentan zu der Stimmung in Deutschland Mallorca-Urlaube. Over oder underrated? Overrated. Overrated. Das ist ein schnelles Ding. Ja, vor allen Dingen gerade ist ja, ich weiß gar nicht, P1 heißt ja, glaube ich, die neue Dings. Mutation. Pyrotechnische Kategorie 1 ist das. Ist natürlich jetzt nicht gerade so zu empfehlen, nach Mallorca gerade zu reisen. Ja gut, das ist ja jetzt auch gerade, ist ja nicht unbedingt auf gerade bezogen, sondern ich glaube auch generell. In der aktuellen Situation. Ja, aber auch generell. Ist es halt overrated, Mann. So, ich muss unbedingt auf Malle. Ich muss mich da besaufen oder was. Das ist. Nee. Also, ja ich glaube, Malle kann schon auch ganz cool sein. Auch abseits vom Ballermann so. Wird ja auch gesagt, dass da so die Umgebung ganz schick ist so. Aber, ist jetzt, glaube ich, nicht so krass auch. Eindeutig ist overrated. Dafür, dass gefühlt halbes Deutschland ist. Muss es nicht, ist es, würde ich auch sagen, ist overrated. Ich glaube, da sind wir uns dann alle einig. Ich habe auch die Vermutung, oder ich predikte jetzt einfach mal ins Schwarze hinein, dass die Mallorca-Urlauber uns auch ein bisschen reinreißen werden, wenn die dann bald alle zu Ostern da irgendwie rüberfliegen und dann hier erstmal schön die neue Mutation da mit rüberbringen. Nee, fände ich schon spannend. Nice, glaube ich. Naja, da ist. Sind wir da die Leute, die einfach nicht abwarten können. Ja. Ey, das ist auch so ein Abfuck, ne? Also will ich anstatt mal, also es ist halt auch so, ne, es wurde halt jetzt so langsam besser und dann direkt wieder alles öffnen, weil die Leute waren ja jetzt so lange im Lockdown, jetzt müssen wir endlich wieder alles offen machen. Jetzt müssen wir endlich wieder die Schulen für eine Woche aufmachen, das bringt's. Ja. Ey, ich find's aber auch so genial. Ich habe gelesen, dass die Stadt Dortmund, dass die eigentlich da die Schulen wieder zumachen wollten. Also die waren sich so, wir wollen die eigentlich gar nicht öffnen. Dann war erstmal dürfen sie aber nicht, NRW, ne? War erstmal so, ne, die sind jetzt offen und daran ändert sich nichts. Ja. Also. Aber die, jetzt dürfen die, glaube ich, doch schließen. Ja, nach also, fünf Tagen. Man ist sich da nicht so. Ich meine, die Inzidenz muss ja fünf Tage oder die muss ja ein paar Tage hoch genug sein oder so, ne? Okay. Also, das heißt, also präventiv zu schließen wäre nicht möglich. Es geht erst, wenn die Notbremse einhaut. Nee, es müssen immer mindestens 10 Leute sterben und danach dürfte man dann auch die Schulen schließen. Als Schüler muss es doch auch so ein Abfuck sein, wenn also ja, Montag wieder zur Schule und dann am Freitag dann, ja, okay, jetzt doch Freitag nicht wieder zur Lockdown. Schule. Ja, also Corona-Politik auch schwieriges Thema. Ich würde mal sagen, damit wir den Yannick nicht weiter belasten hier. Machen wir heute ein bisschen kürzere Folge. Wenn ihr damit fein geht. Ich denke mal, Yannick hat da eher keinen Bock drauf. Also auf meine Antwort also auf zu dem Thema brauchst du gar nicht erst zu warten. Also unter einer Stunde 10 gehen wir hier nicht raus. Das wird jetzt ja durchgesetzt. Wir steigern uns ja immer. Dann macht ihr so lange weiter, ich lege mich im Hintergrund ins Bett. Ja, okay, das würde ich aber eigentlich gerne noch sehen. Dann lass uns doch weitermachen. Nee. Wie ist das in der Schule? Der Lehrer beendet den Unterricht, nicht die Glocke. Genau. Ja, das ist auch ja, wir machen hier weiter. Ja, heute einfach Schulfolge. Ja. Und natürlich, Koya wird nebenbei noch abgeballert, Folge. Genau. Ja, Tobi, dann hau doch mal hier ein richtig schönes Outro raus. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like auf YouTube da, ein Abonnement auf YouTube und auf Spotify und auf allen Podcast-Kanälen. Kommentiert auch mal auf YouTube und schreibt uns auf Instagram eine DM, was euch besonders an der Folge gefallen hat. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Dienstags immer neue Folge Diagnose Hype. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.